Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 75 und den Tagesordnungspunkt 89. Das ist die Beschlussempfehlung der Ausschüsse zur Petition und der Dringliche Antrag der Fraktion der AfD. Hier ist Aussprache beantragt. Redezeit sind 5 Minuten pro Fraktion. Und ich darf als erstem Redner das Wort erteilen dem Kollegen Günther Rudolph für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Über 130.000 Menschen haben eine Petition zur Öffnung und Freigabe gemeint, sind damit aber auch in erster Linie die sogenannten NSU-Berichte gefordert. Ausgangspunkt ist der schreckliche Mord an Halit Yozgat am 6. April 2006, dem 9. und mutmaßlich letzten Todesopfer der NSU-Todesserie. Noch immer sind viele Fragen um diesen Mord ungeklärt. Gab es neben den mutmaßlichen NSU-Mördern weitere Personen, die in Kassel an dieser Tat beteiligt waren? Aber auch die Rolle des damaligen Verfassungsschützers Temme ist mehr als dubios und bis heute noch nicht aufgeklärt. Fragen über Fragen, und sie gehören endlich aufgeklärt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir unterstützen diese Forderung nach größtmöglicher Transparenz und Offenlegung. Und wir machen das auch nicht grenzenlos. Ich habe heute Morgen in der HNA gelesen, Herr Kollege Wagner, Sie haben davon gesagt, wenn das alles gemacht würde, wäre der Verfassungsschutz nicht mehr arbeitsfähig. HNA-Zitat von Ihnen oder sinngemäß. Die Petition müsse weiter, könne ja dann noch weiter bearbeitet werden. Wenn der Landtag heute die Beschlussempfehlung abgestimmt hat, ist das erst einmal erledigt. Dann hat der Landtag hier nichts mehr mitzureden. Herr Kollege Wagner, was Sie an Nebelwänden in den letzten Tagen als Grüne geworfen haben, solche Pirouetten, dafür würden Sie eine 6,0 beim Eiskunstlauf kriegen. So waren die austariert, diese Pirouetten. Und in Berlin, Ihre Parteivorsitzenden hätten angeblich großes Interesse an der Aufklärung und mit Aufarbeitung setze ich weiterhin mit Nachdruck ein, das Aufklärungsinteresse, größtmögliche Transparenz. Das ist schon alles bemerkenswert. Der Abgeordnete Konstantin von Notz ist bei so Sachen immer schnell unterwegs. Es muss maximale Transparenz hergestellt werden. Die Frau Baerbock hat dann auch erklärt, sie hätte sich auch eine andere Entscheidung aus Hessen vorstellen können. Was gilt denn eigentlich? Gilt das, was in der Opposition ist, in Berlin, oder gilt das, was Sie im schwarz-grünen Regierungsalltag machen? Immer genau das Gegenteil von dem einen. Das ist ziemlich, naja, ich will es mal vorsichtig formulieren in Richtung Heuchelei, wie Sie hier argumentieren. Meine Damen und Herren, man kann auch Unterlagen schützen, wenn es um Persönlichkeitsrechte geht. Das ist ja immer ein Argument auch von Ihnen. Man kann übrigens, wenn es um Quellenschutz von Vertrauensleuten geht, auch das kann man schützen. Aber man kann zum Beispiel Dinge freigeben. Einen mehrseitigen, 17-seitigen Bericht aus dem Jahre 2004, der teilweise im Abschlussbericht Untersuchungsausschuss 19 steht, den kann man vollständig freigeben. Warum kommen Sie eigentlich nicht auf solche Ideen, um zu dokumentieren, ja, hier gab es Versäumnisse des Verfassungsschutzes und das kann öffentlich gemacht werden, nicht für alle, nicht für alle soll das möglich sein. Nein, Sie verweisen ja sogar in Ihrer Pressemitteilung, dass die Mitglieder der Kontrollkommission das sehen können. Herr Wagner, darum geht es gar nicht. Nur Sie vergessen eines. Die Mitglieder der Kontrollkommission tagen in nicht öffentlicher Sitzung. Und wenn ich irgendwas nach außen gebe, dann begehe ich Geheimnisverrat. Das ist ein Straftatbestand. Fragen Sie Herrn Kollegen Frömmrich, der ist mal ganz haarscharf dabei vorbeigehüpft. Und der Ministerpräsident ist nicht da. Aber im Jahr 2006 war ich Vorsitzender der Kontrollkommission. Weitere honorische Abgeordnete wie Herr Hahn und Herr Al-Wazir waren drin. Wir wurden wochenlang nicht über diesen Mord informiert und dass ein Verfassungsschützer daran möglicherweise beteiligt sein könnte. Wochenlang wurden wir nicht informiert als Kontrollorgan. Und auch das sind noch Fragen, über die können wir heute auch im Jahre 2021 reden. Meine Damen und Herren, gerade durch den Mord an Halit Yozgat und die Umstände ist viel Vertrauen in den Rechtsstaat verloren gegangen. Dieses Vertrauen wiederherzustellen ist auch eine der Intentionen der Petenten.
Und darum geht es. Es geht nicht, dass der Verfassungsschutz lahmgelegt werden soll, aber es geht darum, größtmögliche Transparenz. Auch das ist ein Merkmal des Rechtsstaates. Der Umgang mit dieser Petition zeigt aber mehr dieses Spannungsfeld, in dem Sie als Grüne ja so gern stehen. In Berlin in der Opposition sind Sie immer ganz vorne, wenn es um Aufklärung, Transparenz, größtmögliche Öffentlichkeit geht. Und in Wiesbaden, im Regierungshandeln, machen Sie teilweise genau das Gegenteil. Das ist ziemlich unerträglich, Herr Wagner. Fünfzehn Jahre nach dem Mord an Halit Yozgat ist es Zeit, verloren gegangenes Vertrauen in den Rechtsstaat wieder zurückzugewinnen. Wenn man dies will, kann man dafür auch gemeinsame Wege finden. Man kann gesetzliche Bestimmungen zum Schutz von Informationen auch verändern. Das geht, wenn man es will. Die SPD ist dazu bereit. Dies sind wir dem ermordeten Halit Yozgat, seiner Familie, aber auch uns allen schuldig. Und deswegen beantragen wir, damit es auch dokumentiert wird, wie hier jeder abstimmt, zu den beiden Petitionen eine namentliche Abstimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günther Rudolph. Ich will noch informationshalber nachtragen, dass wir zu dem Tagesordnungspunkt 75 natürlich den Tagesordnungspunkt 89, wie vereinbart, den Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD aufgerufen haben. Und darf jetzt erteilen das Wort dem Kollegen Holger Bellino für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die NSU-Mordserie hat unser Land erschüttert, besonders Menschen mit Migrationshintergrund in Angst und Schrecken versetzt, Menschen getötet und begleitet uns und unser Land seit über einem Jahrzehnt. In der akribischen Ermittlungsarbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft genauso wie in mehreren Untersuchungsausschüssen im Bund und im Land und den Ländern und vor Gericht. Das war und ist richtig. Denn in unserem Land ist Platz für vieles, aber kein Platz für Gewalt gegen Andersdenkende, Andersabstammende, Andersgläubige. Ich kann verstehen, dass die Angehörigen auch heute noch verzweifelt und voller Trauer sind und immer noch nach den, wie zu lesen ist, wahren Gründen, den wahren Motiven der skrupellosen Täter fragen. Und ich begrüße es natürlich, wenn sich engagierte Bürgerinnen und Bürger gegen den Rechtsextremismus wenden und auch durch Aufklärung Ähnliches verhindern wollen. Ich weiß aber auch, dass an den verschiedensten Stellen in Deutschland und auch in Hessen akribisch ermittelt wurde und in den Untersuchungsausschüssen alles getan wurde, um Erkenntnisse zu gewinnen und auch um zu erkennen, ob es Verbesserungspotenzial gibt und wo diese liegen. Alleine in Hessen tagte der Ausschuss fast eine ganze Legislaturperiode lang, befragte über 100 Zeugen, bearbeitete über 2000 Akten. Alle Mitglieder des Untersuchungsausschusses 19-2 und deren eingestuften Mitarbeiter konnten alles einsehen und alles lesen, auch geheime Akten, und zwar ohne Schwärzung. Es wurde nichts verschwiegen und Optimierungsansätze wurden im Bund und den Ländern identifiziert und öffentlich gemacht. Das gilt natürlich auch für die Abschlussberichte. In Hessen wurde der über 700 Seiten starke Bericht extra ins Türkische übersetzt, um es den interessierten Menschen und insbesondere den Angehörigen leichter zu machen, den Ablauf und die gewonnenen Erkenntnisse nachzuvollziehen. Ich weiß aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es Gründe gibt, die gegen die komplette Freigabe aller Akten über 2000 an der Zahl sprechen. Das müssten, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch alle Kolleginnen und Kollegen in diesem Hause wissen, die sich ernsthaft mit dem Untersuchungsausschuss und der Sicherheitsarchitektur unseres Landes auseinandergesetzt haben. Warum? Wir sind immer wieder auf Informanten angewiesen, auch wenn es darum geht, den braunen Sumpf trockenzulegen. Diese Informanten sind zu schützen. Ansonsten, Herr Schaus, gefährden wir deren Leben und können zukünftig keine neuen anwerben. Das kann niemand wollen. Das kann niemand wollen, der ernsthaft alles tun will, den Extremisten das Handwerk zu legen. Auch die Schwärzungen einzelner Namen reicht nicht aus. Stichwort Mosaikgeheimnis.
Bei über 2000 Akten können auch durch Schwärzungen an verschiedenen Stellen Insider trotzdem V-Leute enttarnen. Drittens. Die Offenlegung der Arbeitsweise von Verfassungsschutz, Staatsschutz und Polizei gefährdet die Sicherheitsarchitektur unseres Landes. Viertens. Die Veröffentlichung von geheim als geheim oder höher eingestuften Akten verstößt gegen geltendes Recht und würde fünftens dazu führen, dass andere Dienste, andere Ermittlungsbehörden die Zusammenarbeit mit uns einschränkten, wenn nicht sogar gänzlich einstellten. Auch das kann niemand wollen, dem die Sicherheit unseres Landes am Herzen liegt. Wer auch in Zukunft Extremismus bekämpfen will, kann es nicht zulassen, dass die Akten gänzlich offengelegt werden. Wichtig ist mir auch, dass ich aufgrund meiner Mitarbeit im Untersuchungsausschuss sicher bin, dass durch die Sichtung der Akten Angehörige und Freunde der Opfer keine weiteren Informationen zur Motivlage erhalten würden. Da haben Ermittler, Gerichte, die Untersuchungsausschüsse in jahrelanger akribischer Arbeit alles Erkennbare ans Licht gebracht und öffentlich gemacht. Kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn für die Angehörigen, aber Gefährdung unserer Sicherheit, das kann man nicht wirklich wollen. Ich bedauere sehr, dass die Angehörigen hier falsche Erwartungen haben und finde es schlimm, wenn Menschen, die es besser wissen müssten, diese Erwartungen noch steigerten. Das dient keinem und überführt auch keinen Täter. Die müssten langsam zum Ende kommen, Herr Kollege Bellino. Danke, ich komme zum Ende, Herr Präsident. Ich bin sicher, dass die Landesregierung den Petenten eine ausführliche Antwort übermitteln wird und auch erläutern wird, worum es hier geht. Und ich hoffe sehr, dass dies dort dann auch richtig verstanden wird. Dieses Verhalten, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat nichts mit Vertuschen zu tun. Es war alles einzusehen. Dieses Verhalten soll dafür sorgen, dass wir möglichst effektiv gegen Extremisten und Terroristen vorgehen können, auch in Zukunft. Vielen Dank, Herr Bellino. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, die Kollegin Janine Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mehr als 130.000 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, in der gefordert wird, die NSU-Akten freizugeben. Der NSU ermordete 10 Menschen aus Rechten, aus rassistischen Motiven in Kassel, den erst 21-jährigen Khaled Yozgat. Obwohl sich jahrelang Untersuchungsausschüsse mit den Verstrickungen der Geheimdienste befassten, sind viele Fragen bis heute nicht geklärt. Gerade in Hessen, wo ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz zur Tatzeit am Tatort war und der damalige Innenminister Bouffier die polizeilichen Vernehmungen behinderte, mit Hinweis auf den Quellenschutz. Mit den NSU-Akten, Herr Bellino, ist der geheim gehaltene Bericht des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz gemeint und nicht 2000 Akten. Es ist gemeint ein Bericht, in dem intern geprüft wurde, ob und welche Hinweise beim LRV auf den NSU vorlagen. Für 120 Jahre war dieser Bericht als geheim eingestuft, also bis ins Jahr 2134. Dieser Bericht ist zu einem Symbol geworden für das Mauern der Behörden, wenn es um den NSU geht. Ich will daran erinnern, wie dieser Bericht der Öffentlichkeit überhaupt bekannt wurde. In den Akten des NSU-Untersuchungsausschusses stieß meine Fraktion auf den Hinweis, dass das Landesamt für Verfassungsschutz 2012 vom damaligen Innenminister Rhein angewiesen worden war, alle Akten nach Hinweisen auf NSU-Bezüge zu durchkämmen und einen Bericht zu fertigen. Zuvor war überhaupt nicht darüber informiert worden, dass es einen solchen Bericht gibt, dass es 2,5 Jahre Prüfungen im LRV überhaupt gegeben hat. Der Bericht lag weder dem Untersuchungsausschuss in Hessen noch dem des Bundestages vor. Erst auf unseren Antrag hin wurde der Bericht dann geliefert, zunächst eben als 120 Jahre
geheim eingestuft. Später wurde ein Teil daraus dann herabgestuft, sodass man wenigstens mal öffentlich daraus zitieren konnte. Und dieser interne Bericht stellt dem LfV ein verheerendes Zeugnis aus und offenbart gravierende Versäumnisse im NSU-Komplex. Hunderten Hinweisen auf Waffen- und Sprengstoffbesitz bei Neonazis ist nicht nachgegangen worden. 541 Aktenstücke gingen verloren. Wichtige Akten wurden auch in Hessen geschreddert. Und ich sage Ihnen, ein Geheimdienst, der hunderten Hinweisen auf Waffen und Sprengstoff bei Nazis nicht nachgeht, der Akten verschlammt, ein solcher Geheimdienst hat vollkommen versagt. Das wirksamste Frühwarnsystem gegen Nazis sind immer noch die zivilgesellschaftlichen Bündnisse. Es waren die investigativen Journalistinnen und Journalisten und die antifaschistischen Recherchegruppen. Sie sind der beste Verfassungsschutz, und ihnen gebührt unser Dank. Und bei vielen dieser Engagierten ist das Vertrauen in den Staat und in seine Institutionen erschüttert, wenn es um das Aufklären rechter Gewalttaten und Netzwerke geht. Und sie fordern eine öffentliche Aufarbeitung, so wie es die Petition fordert. Und sie wird breit unterstützt, unter anderem vom Intendanten des Kasseler Staatstheaters, von Thomas Bockelmann, und auch von der Familie Josgat. Und gerade aus meinen Erfahrungen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss kann ich bestätigen, die bisherige Aufarbeitung ist nicht ausreichend. Ja, die Mitglieder des Untersuchungsausschusses durften die geschwärzten Akten ungeschwärzt einsehen, unter Aufsicht des LfV, ohne dieses Recht, sich Notizen zu machen. Und vor allem durften wir nicht darüber reden. Wir durften nur in Geheimsitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber sprechen. Eine Aufarbeitung im Geheimen, meine Damen und Herren, ist keine Aufarbeitung, weil sie bleibt ohne Konsequenz. Wir brauchen aber Konsequenzen, und deshalb ist eine Veröffentlichung des gesamten Berichts möglich, und sie ist nötig. Und CDU und Grüne behaupten etwas anderes. Sie behaupten, es gebe keine Rechtsgrundlage für die Freigabe der Akten, und das stimmt nicht. Natürlich könnte das LfV bzw. das Innenministerium als aktenherausgebende Stelle diesen Bericht herunterstufen. Das ist doch im Untersuchungsausschuss auch so gemacht worden. Nach § 9 der Verschlusssachenanweisung des Landes Hessen ist das möglich. Und wenn Sie meinen, dass die Rechtsgrundlage fehlt, dann schaffen wir eine Rechtsgrundlage, um diesen Bericht veröffentlichen zu können. Und natürlich kann der Landtag die Petition der Landesregierung zur Berücksichtigung vorschlagen. Dann stehen Sie doch wenigstens dazu, dass Sie die Freigabe der Akten nicht wollen. Aber werfen Sie doch keine Nebelkerzen und behaupten solche Dinge, die einfach nachweislich nicht stimmen. Sie behaupten, die Geheimhaltung sei nötig, weil in dem Bericht die Klarnamen von V-Leuten stehen würde. Absurd. In den Dokumenten des Verfassungsschutzes stehen keine, auch in den Geheimen, da stehen keine Namen von V-Leuten, da stehen immer nur Kürze. Und alle, die den NSU-Untersuchungsausschuss verfolgt haben, wissen das. Und hierbei handelt es sich um einen zusammenfassenden Bericht, nicht um Primärquellen, der die Versäumnisse der Behörde offenlegt, was hier durch die Geheimhaltung geschützt werden soll. Das sind nicht Persönlichkeitsrechte, das ist das Landesamt, das vollkommen versagt hat, meine Damen und Herren. Und es geht hier nicht nur um die Aufklärung der Vergangenheit. Es geht darum, solche Taten in Zukunft zu vermeiden, und auch das schulden wir den Opfern. Nach dem NSU haben wir den Mord an Walter Lübcke, Halle, Hanau und weitere rechte Straftaten erlebt. Und der Mörder Walter Lübcke, Stefan Ernst, war dem LfV bekannt. Daher Schluss mit der Geheimniskrämerei. Wir brauchen eine öffentliche Aufarbeitung, und deshalb appelliere ich an Sie und insbesondere an die Grünen, heute zuzustimmen und die Akten freizugeben. Die Grünen haben damals der Einsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses nicht zugestimmt. Das haben Sie im Nachhinein als Fehler bezeichnet. Heute haben Sie die Chance, diesen Fehler zu korrigieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, der Kollege Matthias Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Morde des NSU haben unser Land erschüttert. Sie haben unser Land auch deshalb erschüttert, weil das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden erschüttert wurde. Und es ist unsere aller Aufgabe, den Vorkommnissen nachzugehen, den Fehlern in den Sicherheitsbehörden nachzugehen und hier für Aufklärung zu sorgen. Und ja, auch so viele Jahre nach der Mordserie ist noch nicht alles aufgeklärt, bestehen offene Fragen. Und diesem Anliegen wenden sich auch die Petentinnen und Petenten zu. Und ich kann es verstehen,
dass die Petentinnen ihren Beitrag leisten wollen zur Aufklärung. Und dennoch gibt es Argumente, warum die Unterlagen eben nicht ohne Weiteres veröffentlicht werden können. Und dieser Landtag beschließt heute nicht, entgegen dem Eindruck, den Herr Rudolph hier erwecken wollte, dass die Petition nicht weiter bearbeitet wird. Er beschließt heute das genaue Gegenteil. Die Petition soll weiter bearbeitet werden. Die Petition soll weiter bearbeitet werden. Es soll nach Wegen gesucht werden, wie das verständliche Informationsbedürfnis der Petenten, wie auf dieses Informationsbedürfnis eingegangen werden kann. Und das ist aber nicht ganz einfach, weil wir reden über Unterlagen der Sicherheitsbehörden. Und es liegt in der Natur der Sache, dass Sicherheitsbehörden über ihre Arbeit nicht öffentlich berichten können. Und man muss Antworten auf die Frage finden, wie man Informantinnen und Informanten, die vielleicht in den Berichten erwähnt sind, schützen kann. Man muss eine Antwort darauf geben, wie man bei einer Veröffentlichung vermeiden kann, dass Rechtsextremisten Erkenntnisse über die Arbeit und über die Methoden des Verfassungsschutzes bekommen. Man muss sicherstellen, dass durch eine Veröffentlichung eben nicht die weitere Arbeit des Verfassungsschutzes gegen Rechtsextremisten erschwert oder sogar behindert wird. Diesen Fragen muss man sich stellen. Und alle, die sich mit der Sache beschäftigen, wissen das auch. Wenn man dem Kollegen Rudolph zugehört hat, weiß er das ja auch. Herr Kollege Rudolph hat hier nicht vertreten, dass dieser Landtag dem Votum seiner Fraktion zur Behandlung der Petition folgen soll. Seine Fraktion hat vorgeschlagen, die Akten ohne Wenn und Aber zu veröffentlichen. Und Herr Rudolph hat heute in der Debatte eingeräumt, und dafür bin ich ihm dankbar, dass das ohne Wenn und Aber nicht geht, dass es dafür Kriterien braucht, dass es dafür Auflagen braucht. Und wenn das so ist, dann trifft der Petitionsausschuss genau die Empfehlung, die er getroffen hat, nämlich die Petition zur weiteren Bearbeitung zu verweisen. Genau das hat der Petitionsausschuss beschlossen. Und wenn Sie mir die Sorgen nicht glauben, die verbunden sind mit einer Veröffentlichung dieser Akten, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und LINKEN, dann fragen Sie sich vielleicht einmal, warum ausgerechnet die AfD heute einen Antrag einbringt, in dem sie die vollständige Offenlegung der Akten fordert. Fragen Sie sich vielleicht einmal. Die tun das nicht aus den Motiven, die die Petentinnen umtreiben. Die tun das nicht aus den Motiven, die Sie umtreiben. Die tun das nicht aus den Motiven, die uns umtreiben. Die tun das, weil sie Erkenntnisse über die rechte Szene haben wollen, weil sie wissen wollen, wie der Verfassungsschutz gegen die rechte Szene vorgeht. Und deshalb ist es nicht ganz so einfach, meine Damen und Herren. Sie beantragen heute die namentliche Abstimmung. Gut so. Worüber stimmt der Landtag jetzt gleich in namentlicher Abstimmung ab? Darüber, ob die Petition weiter bearbeitet wird, ja oder nein. Und jeder, der mit Nein stimmt, stimmt gegen die weitere Bearbeitung dieser Petition. Und deshalb ist es gut. Deshalb ist es gut. Deshalb,
Deshalb ist es gut, dass Sie jetzt gleich Farbe bekennen können, ob es Ihnen um die Sache geht oder ob Sie sich gnadenlos vertaktiert haben, weil es Ihnen eben nicht um die Sache geht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wagner. Nächster Redner ist der Abg. Müller für die Fraktion Die Freien Demokraten. Oh, Entschuldigung. Es geht einfacher mit Mikro. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Wagner, an einer Stelle liegen Sie nicht ganz richtig. Die Petition hat sich mit dem Beschluss heute erledigt. Die wird eben gerade vom Landtag nicht mehr weitergearbeitet. Die Landesregierung bekommt den Auftrag, sich zu kümmern, was sie damit macht, aber die Petition ist damit abgearbeitet. Das ist ein Fakt. Diese Entscheidung die wird heute hier getroffen, und danach ist zumindest die Petition erledigt. Ich will aber darauf hinweisen, und es war mir nur deutlich wichtig, das direkt zu Beginn klarzustellen, was die Abläufe anbelangt. Die abscheulichen Taten des NSU werfen ihren Schatten auch über Hessen bis heute. Die mehr als zehn Jahre, in denen sie Furcht und Terror verbreitet haben, haben sie 10 unschuldigen Menschen das Leben genommen und Familien zerstört. Angesichts der Tatsachen ist der Wunsch der Petenten nach Offenlegung der NSU-Akten, insbesondere dieser beiden Berichte, absolut emotional nachvollziehbar und verständlich. Das Gefühl ist entstanden, es soll etwas verheimlicht werden. Ich glaube, der Knackpunkt war diese Einstufung dieser beiden Berichte auf 120 Jahre. Da muss ich ganz offen sagen, als ich das persönlich gehört habe, habe ich mir auch gedacht, meine Güte, was will man denn da verstecken? Und das kann man nachher nicht mehr reparieren. Die spätere Reduzierung der Einstufung auf 30 Jahre hat nicht dazu geführt, dass die Leute wieder das Gefühl hatten, das ist gar nicht so dramatisch, sondern man hat das Gefühl, man versucht jetzt zurückzurudern, uns irgendwie zu retten, und 30 Jahre ist immer noch lang. Aber dieses Gefühl des Misstrauens, das damit entstanden ist, mit dieser Entscheidung, ist Ausgangspunkt auch dieser Petition, wenn man mich fragt. Dieses Gefühl, dass man Misstrauen hat und dass ein Störgefühl vorhanden ist. Und dieses Störgefühl wurde eben auch untermauert im Rahmen der Arbeit des Untersuchungsausschusses mit den verschiedenen Versuchen der Landesregierung, die Arbeit und die Aufklärungsarbeit auch zu blockieren. Es hat ja ewig gedauert, bis man die rechten Netzwerke überhaupt mal als solche anerkannt hat. Das war ja ein Haufen Arbeit. Da wurden ja jede Menge Knüppel zwischen die Beine geworfen, und es hat viel Aufwand bedurft, das überhaupt alles mal an die Öffentlichkeit zu bringen und zum Thema zu machen. Die Figur von Herrn Temme wurde schon benannt, eine schillernde Figur, immer noch, mittlerweile Karriere gemacht beim RP in Kassel. Das macht es alles nicht einfacher, das Vertrauen in die Behörden an der Stelle zu haben. Deswegen haben wir großes Verständnis für die Petenten, aber wir müssen schauen, was für Schlussfolgerungen wir auch daraus ziehen für die Zukunft. Wenn das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, in den Verfassungsschutz verloren gegangen ist, dann müssen wir schauen, wie wir das wieder aufbauen können. Und dazu gibt es verschiedene Ansätze, die wir aus unserer Sicht gehen müssen. Wir müssen die Analysefähigkeit verbessern. Denn das, was Frau Wissler angesprochen hat, die Fehler, die dort gemacht wurden, die dürfen sich nicht wiederholen. Und da müssen wir die Grundstrukturen für aufbauen, dass sich diese Fehler nicht wiederholen. Wir müssen an die Ausbildungsfragen herangehen. Diejenigen, die sich damit befasst haben, wissen über den Werdegang verschiedener Personen, die beteiligt waren, Bescheid. Wie wird denn tatsächlich die Ausbildung gestaltet beim Verfassungsschutz? Wie ist es denn von Leuten, die als Quereinsteiger reinkommen? Wie werden die fortgebildet? Das sind Fragen, denen wir uns stellen müssen. Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns auch in dem neuen Untersuchungsausschuss zum Mordfall von Dr. Walter Lübcke. Und ich glaube, dass es darüber hinaus auch sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie wir zusätzlich die Parlamentarische Kontrollkommission stärken können. Auch das diskutieren wir immer wieder, wie wir die Arbeit der Abgeordneten dort unterstützen können, indem wir sie mit Mitarbeitern unterstützen, die natürlich sicherheitsüberprüft sein müssen. Aber das sind die Fragen, wie wir das Vertrauen der Menschen dort draußen in die Sicherheitsbehörden, in den Verfassungsschutz in Hessen wieder stärken und verbessern können. Und das sind Ansätze, die wir konkret gehen müssen, damit es besser wird und damit dieses verloren gegangene Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Ich glaube, eine Offenlegung, so wie es
jetzt möglich wäre mit den zahlreichen Schwärzungen, würde nur zu neuen Diskussionen führen. Das ist eine Sorge, die ich habe. Weil das natürlich heißen würde, was steht denn da hinter dem Geschwärzten? Das würde zu neuen Spekulationen führen. Das sind die schwierigen Aufgaben, denen man sich stellen muss. Deswegen habe ich betont, viel wichtiger ist noch, dass man das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden und den Verfassungsschutz wiederherstellt. Das müssen wir schaffen. Und das ist ein Haufen Arbeit, und dafür brauchen wir Offenheit. Bei diesen Fragen brauchen wir Offenheit, auch seitens der Regierungskoalition von CDU und Grünen, weil wenn wir das nicht schaffen und hier der Eindruck entsteht, dass weiter gemauert wird, dann gelingt es mit allen Maßnahmen der Welt nicht, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Und die Pioretten, die die Grünen da gedreht haben, Herr Wagner, muss ich schon noch mal kurz darauf eingehen, weil das, was man auf allen Ebenen fordert, Offenlegung aus anderen Fraktionen von Bundesebene und dann hier in Hessen nicht, dann seien Sie doch so ehrlich, wenn Sie sagen, es geht nicht, erklären Sie es auch Ihren Parteifreundinnen und Parteifreunden, dass es nicht geht. Aber die fordern es immer noch. So, und dieses öffentliche Bild, ja, aber dieses öffentliche Bild, damit haben Sie auch zu Misstrauen beigetragen, weil es keiner versteht. Die einen sagen, legt es doch offen, und dann sagen die aber vor Ort, man macht es nicht. Da entsteht schon wieder der Eindruck, man hat was zu verbergen. Und das ist diese Unsicherheit. Der wir entgegentreten müssen. Und da dürfen wir uns auch nicht hinter gesetzlichen Regelungen zurückziehen und sagen, wir können es nicht, weil es gesetzlich nicht möglich ist. Das können wir als Parlamentarier nicht machen. Wenn wir es wollten, müssten wir es ändern. Ich glaube, wir brauchen einen Verfassungsschutz, und ich glaube, wir brauchen dafür auch die entsprechenden Grundregeln. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, diese Regeln zu ändern. Aber dann muss man auch den Mut haben, das so zu sagen. Vielen Dank, Herr Kollege Müller.